So rückwärts fliegen. Oh. Das an. Das ist der fünfte Teil von meinem Drohnenprojekt. Ich bin heute unterwegs zum Marvin und zum Till. Das sind zwei Kollegen, die sich gemeldet haben, wie übrigens ganz viele andere auch. Und wir probieren heute den Kopter in die Luft zu bringen. Ich fliege seit 2 Jahren über Drohnen, einfach hobbymässig. Ich fliege seit ca. 7 Jahren Drohnen und versuche immer wie mehr, dass es ein grosser Bestandteil von meinem Leben wird und versuche es auch professionell zu machen. Und ja, wir versuchen heute Manuel das Ganze beizubringen und hoffen, dass er seinen Kopter noch ganz mit heimnehmen kann. Ich hoffe es schwer, ich bin gespannt. ihr habt den vorher schon mal ein bisschen angeschaut, oder? Ja. Was meint ihr so? Ja, ich denke, also das Grundgerüst ist nicht schlecht. Über 1-2 Lifehacks kann man sicher noch dran anwenden. Aber prinzipiell ist es nicht schlecht. Ja, und sicher auch noch die Programmierung überprüfen kurz. Es besteht das Risiko, dass wenn du mal abstürzt, dass der Propeller da die Kabel durchsäbelt. Okay. Für das kann man einen Satz Propeller nehmen, den schneidet man zurecht. Okay. Und dann legst du den einfach da drauflegen, nimmst Isotape, wickelst es rundum. Sichtkontrolle ist gut, jetzt Betaflight. Ports lassen wir sein, wenn du sagst, er läuft, dann solltest du den richtigen Port haben. Rate ist standardmäßig, die RC-Rate ist auf 1. Wieso tust du jetzt das auf 0,6? Was ist jetzt? Ja, damit er weniger stark reagiert. Wenn ich ein bisschen dran komme, dass er nicht gerade überreagiert und nicht gerade einen Flip macht. Oder was ich Ziel ist, ist man am Anfang. Tut man die Sticks zu fest bewegen und reagiert dann nicht zu heftig und dann. Okay. Dann Modes hast du alles drin, das ist gut, dein Armhebel ist jetzt gerade scharf. Angle Mode, Horizon, den kannst du eigentlich raus tun. Flip over after crash ist immer gut. Motoren würde ich jetzt am besten kurz testen, Propeller sind weg, also ziehst du einfach kurz. Da können wir noch drei richtig schauen, der dreht falsch. Oh. Der dreht falsch. Was? Der dreht. Ah, es dreht alle. Es dreht alle falsch. Mal schauen, was da passiert. Hey Manu, der kommt mir nicht auf die Boden. Dreh dich nicht auf die andere Seite, dann musst du spiegelverkehrt denken. Dreh dich wieder zurück. Wie? Du kommst jetzt auf uns zu, gell? Drei. Ja, genau, jetzt bist du wieder richtig. Du, ich bin noch nicht abgestürzt. Ich glaube. Ja, das sieht gut aus. Das an. Der erste Kopter ist noch ganz. Also. Aber dreckig. Ja, das ist die Hai unter den Wasserhahnen. Der Hai unter den Wasserhahnen? Dann darfst du ihn 2 Tage nicht mehr benutzen, sonst ist er kaputt. Jetzt wollte ich eigentlich die Drohne starten, meine zum ersten Mal. 3 Propeller trüllen und einen nicht. Irgendwie sind das schon wieder Probleme, die ich schon kenne. Vom Zusammenbau. Ja. Und jetzt, aber jetzt habe ich ja Profis, von dem her. Tun wir das Ganze nochmal im Betaflight überprüfen. Und ja. Ich würde sogar im BL-Heli. Weil wenn er, also zuerst Betaflight ist klar. Aber ich denke, du musst sogar ins BL-Heli, weil wenn er neu bootet, nach jedem Disarm, hast du irgendeinen Error. Ja, scheiße. Das Teil fliegt nicht. Vorher wollte er starten, ein Motor dreht einfach nicht. Wir haben alles einmal auseinandergenommen, alles einmal zusammengesetzt. Im Betaflight hat es irgendwie funktioniert. Also, ja, wir denken, das hat möglicherweise einen ESC geputzt, weil bei den niedrigen Umdrehungen funktioniert er noch, aber sobald du höhere Ströme willst, schaltet er ab und bootet neu. Also er tut neu starten. Und das ist schon ein Anzeichen auf den Defekt. Mein erster Flug nicht geklappt. Aber ich tue jetzt einfach mal mit dem kleinen Teil da probieren, dass ich wenigstens mal das FPV, die FPV-Erfahrung machen kann. Ja, also, weil meine Drohne nicht läuft, mache ich es jetzt hier mit dem Marvin Sinner. Mein erster FPV-Flug. Ich arme hier unten. Das heisst armed. Ups. Disarme. Das ist schon runtergegangen. Ah, das erste Gate. Ist das jetzt noch im Engel-Mode, oder? Nein. Schau mal, wie sie kaufen. Wir haben so einen Kandidaten, der nicht stehen könnte. Oh fuck! Okay. Warte,
Ja, ich bin durchs Gate durch, geil. Fliegen ist einigermaßen gegangen. Leider nicht mit meinem Copter. Aber es ist sehr geil, jetzt einfach mal so das Gefühl bekommen zu haben mit den Brüllen. Ich merke, dass ich selber den Kopf noch extrem bewege. Ich habe aber ein paar Mal das Gate getroffen. Und ich glaube, wenn ich jetzt dranbleibe und übe, dann kommt das irgendwann.